Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar mit dem Thema SEO Change Management. Mein Name ist Markus Benzek von der DSG Digital Strategy von Searchmetrics, einer Consulting-Agentur innerhalb von Searchmetrics. Bei mir sitzt Nils Danke, der uns heute das Thema mitgebracht hat. Genau. Hallo Genau, Markus. prima. Genau, es geht um Change Management im SEO-Bereich und von daher, genau, ich bin als Dozent unter anderem tätig, aber eigentlich bin ich bei der Firma Saxido. Wir sind eine Content-Marketing-Agentur, sind so, dass wir gleichzeitig aber auch mit dem SEO natürlich auch sehr viel machen und im SEO einer unserer Schwerpunkte liegt. Selber bin ich so, dass ich seit 1995 kommerzielle Online-Projekte mache und in dieser Zeit natürlich eine ganze Reihe von Erfahrungen auch gesammelt habe. Und das Ganze so ist, dass wir dort natürlich auch immer wieder Veränderungsprozesse angeleitet haben. Und diese Kombination, glaube ich, von Suchmaschinenoptimierung und Content Marketing und auch das Thema Link Building ist natürlich auch immer wieder ein Thema, aber auch Content Produktion sind so Punkte, die wir bei Saxido auf eine sehr, sehr gute Art und Weise miteinander verbunden haben. So, genau. Also, wenn man sich so anschaut, für was für Projekte oder was für Kunden wir schon gearbeitet haben, dann ist das eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Feld und man sieht auch, dass unsere Expertise eben gerade in diesem Bereich Seeding, also den Aufbau von Verlinkungen ohne finanzielle Anreize zu schaffen, ein Punkt ist, der, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr gut sind und wo wir so unsere Heimat auch haben. Und wenn man auch sich anschaut, wie viele Projekte wir seit der Gründung 2011 so umgesetzt haben, das ist schon ja, eine Expertise, die man so, wo man sagen kann, das ist schon ein ganz schönes Brett, was wir da umsetzen. Sehr schön. Und es ist ein Thema bei Saxido zusammen. Das ist quasi Bestandteil dessen, was heute das Thema sein wird. Genau, richtig. Also Thema, wie gesagt, SEO Change Management, da ist das Ganze so, dass ich so grundsätzlich für mich immer erstmal es ganz angenehm finde, wenn man sich so die Definition selber erstmal anschaut und was das Besondere daran ist. Und im Prinzip geht es also Change Management, Veränderungsmanagement. Da lassen sich ja eine ganze Reihe von Aufgaben drunter schieben. Und da ist häufig auch, wenn man so Change Management oder Veränderungsprozesse in Unternehmen sich anschaut, dann wird da manchmal auch was reingemogelt, was da eigentlich gar nicht reingehört. Das ist immer wieder ganz, ganz lustig eigentlich zu sehen. Grundsätzlich ist das Ganze aber so, dass alle Aufgaben, Maßnahmen, Tätigkeiten zusammengefasst werden in diesem Bereich. Sie eben so, es geht um was Bereichsübergreifendes an der Stelle. Und es ist halt vor allem ein Veränderungsprozess, wo es eben nicht nur in einzelnen Abteilungen darum geht. Und es ist eben nicht nur dieses, das Fax kommt jetzt aus dem Drucker per Thermodrucker oder Papier und oh, plötzlich ist das Ganze ein PDF und jetzt ist es ein digitaler Wandel. Das ist alles Käse. Sondern, also ich finde da eigentlich sehr, sehr passend ein Zitat, was ich mitgebracht habe. Ups, da sind wir auf der nächsten, genau. Disruption is not about changing technology, it's about changing the logic of a business. Genau das haben wir im Prinzip beim SEO Change Management auch, dass wir über die Suchmaschinenoptimierung in Unternehmen reingehen oder in Strukturen, in Prozesse eingreifen, die so sind, dass sie eben nicht nur einfach eine Technologie mit einführen, so nach dem Motto, das kriege ich mal bei Projekten immer wieder zu sehen, so ja, und dann ist die Programmierung fertig und am Ende können dann noch so in den letzten 2 Wochen die SEOs da ein bisschen was dran machen. Also SEO ist eben nicht so irgendwie so ein Elfenstaub, den man irgendwo drüber stülpt oder drüber gießt und es ist auch nicht irgendein Modul in einem CMS-System, sondern es ist an der Stelle tatsächlich etwas, was in ganz, ganz viele Bereiche eigentlich eingreift. Genau, und deswegen habe ich einfach mal Absolut. so 4 Bereiche definiert, wo ich sage, SEO Change Management greift in diese Bereiche sehr, sehr tief ein. Und es ist einmal die Einstellung, das sind das Thema Menschen, wir haben Prozesse und wir haben Tools. Das sind, glaube ich, so die 4 wichtigsten Themenblöcke eigentlich, die man sich an der Stelle anschauen muss. Und wir gehen eigentlich auch auf diese einzelnen Sachen mal ein.
wenn man sich die Einstellung als allererstes anschaut, dann ist es so, dass wir halt gerade dieses Thema Vision and Mission immer wieder haben in Unternehmen. Also es wird halt ein großes Ziel ausgegeben, wo man hin will und was die Firma darstellt. Also und wenn man sich das anschaut und das Thema Ehrlichkeit einfach mal daneben setzt, dann ist das schon erschreckend. Also Ehrlichkeit ist eine Sache, die wir an dieser Stelle halt uns immer anschauen müssen. Und wenn wir dann uns mal so als Beispiel VW ansehen, dann ist das Ganze so, ne, das ist jetzt ein Zitat in dem Fall aus 2013. Das war in dem Fall, also die haben keine Vision und Mission direkt sich so ausgegeben, sondern sie sind an der Stelle hingegangen und haben gesagt, was ist das Leitbild, also was ist das oder was ist unser Ziel? Und da das offizielle Ziel lautet, das Ziel der Gruppe ist es, attraktive, sichere und umweltfreundliche Fahrzeuge anzubieten, ja, dafür hart zu arbeiten, um es mal so knapp zu sagen. Und wenn man sich dann die Realität anschaut und jetzt auch immer wieder sieht, dass auch danach halt Sachen nicht so sauber gelaufen sind, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt hier von verschiedenen anderen Unternehmen nochmal aus deren Vision und Mission, also dass die Statements, die sie dahinter für Unternehmen einfach ihre Leitbilder definiert haben, also Beispiele mitgebracht. Also diese unsere Aufgabe ist es, die License to operate unserer Mitglieder zu sichern. Also das finde ich, das ist so komplett an der Alltagssprache und an der Sprache der Mitarbeiter vorbei. Ja, ich würde jetzt gar nicht verstehen, worum es geht. Also von welcher Firma kommt das? Das lassen wir jetzt einfach mal. Das ist glaube ich, an der Stelle auch, das ist ein Verband aus dem Pharmabereich in der Stelle. Okay. Ich wollte jetzt hier nicht einzelne Firmen negativ rausstellen, von alles daher, gut. Sondern mir geht es halt einfach mal so Sachen aufzuzeigen, die so sind, wo ich so einfach merke, dass die Leitbilder, die nun mal den Wert des Unternehmens verkörpern müssen und wo die alle Mitarbeiter genau wissen sollten, worum geht's, und das nach außen tragen. Nur wenn ich das wirklich verinnerlicht habe, deswegen dieses Thema Einstellungen dabei. Wenn ich diese Einstellung selber nicht mitbringe, dass ich das Ganze will und auch verstehe, was dafür relevant ist, dann kann ich, glaube ich, diesen Veränderungsprozess gar nicht so ernsthaft vorantreiben, wie man das gerne möchte. Ja, aber nicht nur du, sondern da muss ja jeder Einzelne dahinter stehen. Genau, ne? Genau, richtig. Ja. Und dadurch, dass SEO in so viele Bereiche eingreift, ist das Ganze so, dass natürlich einfach auch mein Ziel, was will ich erreichen in diesem Veränderungsprozess im Bereich SEO, muss ich halt auch da an der Stelle ganz klar sagen, was sind die Werte, was ist das Leitbild, wie passt das Ganze, was ich im SEO-Bereich mache, da rein. Oder ein anderes, hier dieses, ein enger Dialog mit den Aufgabenträgern und eine Marktforschung zu Fahrgastbedürfnissen. Also dieses Wort Aufgabenträger finde ich auch einfach ziemlich abstrakt. Sind das die Fahrer oder? Das weiß man an der Stelle nämlich nicht genau. Das ist genau das, je nachdem, in welcher Perspektive du diesen Satz liest, könnten das die Fahrer sein, es könnten aber auch irgendwelche Vorstandspersonen sein, es könnten Fahrdienstleiter sein, was auch immer. Also da geht es ja, also, ne, und auch das Nächste im Fokus der Dimension Soziales steht die Zufriedenheit der Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld. Also eine Dimension Soziales, ich finde diese Aussage an sich schon schwierig. Oder dieser letzte Punkt, unsere Vision, Unternehmen sind lebendige Organisationen, die in einem tieferen Sinn folgen und nicht nur einem Purpose. Also ich finde sowohl dieses mit dem Purpose absolut irrsinnig, als auch davor dieses lebendiger Organismus. Nee, Unternehmen sind kein Organismus. Das mag sich vielleicht für manche so anfühlen, weil die auch mal krank sind, hätte ich fast gesagt, aber ansonsten. Nein, definitiv nicht. Sondern ich glaube, man muss halt einfach irgendwelche Ansätze wählen, die so sind, dass sie bei den Mitarbeitern und bei den Kollegen gut ankommen. Und da ist das Ganze so, wo fehlt dann eine Beschriftung, glaube ich. Da ist das Ganze so, dass wir an dieser Stelle, nee, wir sind doch, doch, müssen wir an der Stelle halt einfach sagen, es muss einfach Dinge geben, die so sind, dass sie für alle, dass alle bereit sind, die Ideen mitzutragen und eben eventuell auch mal, was ich gesagt, einen kleineren Absturz oder kleinere Dellen einfach mitzunehmen. Also ich muss bereit sein, an der Stelle auch gewisse Schmerzen zu ertragen. Ja, Risiken einzugehen, wenn wir uns die nächste Folie anschauen. Das ist zum Beispiel hier ein sehr schönes Beispiel, dieses Schmerzen akzeptieren.
die Umstellung von einer Domain auf eine andere, da ist das Ganze so, dass man eben auch ganz klar kommunizieren muss, dass es Rückschläge gibt, dass es gewisse Verluste für eine gewisse Zeit gibt. Das muss aber in die Gesamtstrategie passen. Ja. Wenn das so ist, dass eben ein größerer Wechsel stattgefunden hat und wir diesen Change-Prozess nun einleiten, dann ist das Ganze einfach so, dass ich auch ganz klar kommunizieren muss, es wird auch eine Zeit geben, wodurch diese Veränderungsprozesse eben auch nicht alles so super läuft und wir an der Stelle eben auch mal negative Entwicklungen einfach sehen und mitnehmen müssen. Ja. Und wenn alle sich darüber im Klaren sind, dass das dazugehört, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Also Thema Fehlerkultur, da gibt es ja, also es wird immer wieder gefordert. Ich sehe immer wieder in Unternehmen, es ist aber zwischen dem, was gefordert ist und was tatsächlich nachher da draußen stattfindet in den Unternehmen, dass da ein Riesenunterschied ist. Aber man muss sich eben auch ganz klar darüber kommunizieren, dass man sagt, die Schuldfrage führt nur zu Vertuschen und bringt keine Verbesserung. Also ich habe hier so ein lustiges Beispiel mitgebracht, wo das Ganze so eine Reklame ist, wo man sehr, sehr deutlich sehen kann, dass es bei dieser Anzeige eben Text automatisch übersetzt wurde. Also dieses, ich werde nicht glauben, was der Rotbull-Besitzer jetzt tun wird. Also alleine bei diesem mit dem Text da unten drunter, weiß ich definitiv, das ist absoluter Bullshit. Das hat auch keiner sich ernsthaft mit Sprachkenntnissen durchgelesen. Und ja, Klicks wird es vielleicht trotzdem gekriegt haben, weil irgendwie mit den Frauen zu werben, es vielleicht irgendwie den einen oder anderen gibt, der doch noch drauf geklickt hat. Und natürlich, das Wichtigste ist aber, aus solchen Fehlern zu lernen. Und wenn man an der Stelle immer wieder auf die Schuldfrage zurückkommt, das bringt dann einem einfach überhaupt nichts. Also damit kommt man nicht nach vorne. Ja, es geht nicht darum, Schuld zu definieren, sondern den Grund zu finden und es beim nächsten Mal einfach besser zu machen. Ganz genau, ja. Besser zu machen und vor allem die ganzen Prozesse, die dahinter stehen, auch so zu optimieren, dass jeder auch versteht, wie die Zusammenhänge sind. Wenn jemand einen Text auf Englisch zugeliefert hat, derjenige, der es umsetzen muss, später kann von einer Sprache in die andere irgendwie gerade nicht gut übersetzen, nimmt irgendein automatisches Tool, was vielleicht sogar auch noch im Workflow vorgegeben ist. Und dann kommt so eine Grütze dabei raus. Dann heißt es nachher, naja, Anzeigen schalten bringt einfach nichts so ungefähr. Das ist halt die falsche Herangehensweise an der Stelle. Und im Prinzip gibt es ja auch genügend Seiten, wo einfach Text eins zu eins übersetzt werden in Blogs und wo dann genauso Grütze bei rauskommt. Naja. Genau. Und was wir an der Stelle dann versucht haben, gegenzusteuern, das ist so, dass man einfach sagt, naja, man muss sich so die Zeit nehmen, man muss die Entwicklung haben an der Stelle. Und dann sagen wir, Veränderung stört bei der Arbeit. Das ist so ein bisschen der Ansatz, weil es ist nie der richtige Zeitpunkt. Mhm. Ja? Also es gibt immer irgendwas so nach dem Motto, ja, da ist eine Messe, wir machen es nach der Messe. Mhm. Wenn die Messe dann vorbei ist, heißt es, ja, jetzt kommt aber das Weihnachtsgeschäft. Wenn das Weihnachtsgeschäft durch ist, dann Anfang des Jahres, da ist die Budgetplanung noch gar nicht durch vielleicht. Und also es gibt immer irgendwas, wo man sagt, Veränderung stört und man muss das eigentlich so in den Alltag mit reinbringen und man muss einfach versuchen, dieses SEO so positiv zu besetzen, dass es die Menschen, den Menschen klar macht, dass es was Positives ist, was ihre Arbeit vereinfacht. Und was wir da sehen, diese Impulse an der Stelle ist sowas, das ist, wir haben auf eine Spielkarte einfach mal Sachen drauf gedruckt und ausgedruckt und haben jedem Mitarbeiter so eine Karte gegeben. Und da waren so Fragen drin, wo die selber sich so, ohne dass irgendjemand anders es mitgeprüft hat, sehen konnten, ob ihr Inhalt, also ihr Content, ob die Texte wirklich gut waren, ob die so waren, dass sie die Erwartungen der Nutzer erfüllen, also der Lese oder der Leser in dem Fall. Und so eine Spielkarte, die kann man sich in die Hosentasche stecken, die kann man sich in den Rechner packen, die kann eigentlich überall sein. Oder was genauso gut funktioniert, das haben wir auch mal gemacht, dass wir so kleine Aufkleber produziert haben, die jeder auf seinen Laptop einfach neben das Touchpad geklebt gekriegt hat, sodass da so die wichtigsten Optimierungstipps eben drauf waren. Und dann ist das etwas, eine Veränderung, die plötzlich nicht mehr unbedingt stört, sondern die so ist, dass sie einfach so im Alltag mit drin ist und von daher auch so ein Punkt ist, wo man sagen kann, okay, nehme ich mit und es ist so einfach wie möglich machen und eben nicht so diesen Punkt von wegen, ja, habe ich gerade keine Zeit für. Klar, das wird auch von heute auf morgen nicht funktionieren, selbst hat er neben mir. Man schaut
Genau. Ja, ein Stückchen mit und es wird dann immer mehr wahrscheinlich in den Arbeitsfluss dann übergehen. Genau. Und diese Hürde, ich habe das nicht so richtig verstanden beim ersten Mal, ich frage nochmal nach, die nimmt man auch genau dadurch, weil solche Karten oder solche Aufkleber oder ähnliche Sachen dann natürlich auch so ein Punkt sind, die es einfach so einfach machen. Und wenn da dann wirklich mal eine Frage dazu ist, ist es ja auch, also kann man ja auch sehr öffentlich innerhalb des Unternehmens oder innerhalb der Strukturen kommunizieren, dass man Feedback dafür haben möchte. Und schon ist das Ganze so, dass wenn man dann merkt, dass das Ganze etwas wünschenswert ist, also das ist ja im Prinzip das Allerwichtigste eigentlich, SEO wünschenswert, als eine wünschenswerte Sache wahrnehmen, dann ist das Ganze so, dass tatsächlich auch so die ersten Erfolge stattfinden. Und da ist das Ganze so, dass einmal Transparenz ein ganz wichtiger Punkt ist, weil dadurch natürlich auch Barrieren abgebaut werden. Und es bedeutet auch an der Stelle, über die Arbeit reden, also dieses, was mache ich da, warum mache ich das Ganze, wie funktioniert das Ganze, warum ist das Ganze so, dass man bei SEO eben nicht wie bei AdWords einfach, ich habe was gemacht und morgen sehe ich direkt einen Erfolg, sondern diese Transparenz auch einfach zu sagen, es gibt Maßnahmen, die ohne weiteres 3 bis 6 Monate dauern, bis sie dann tatsächlich greifen. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass ihr immer wieder so diese Erwartungshaltung habt, wann funktioniert denn jetzt dieses SEO? Wir haben das doch gestern oder letzte Woche schon gemacht. Wenn man jetzt bezahlt, das muss auch funktionieren. Ja, genau. Sehr schön. Und da ist sowas wie ein Blog oder ein Intranet, sind einfach Sachen, oder halt von mir aus auch ein gedrucktes Magazin, Kundenmagazin oder ein internes Magazin, wo man eben für Transparenz sorgen kann und wo auch ein Verständnis für das Ganze und wie diese Zusammenhänge sind, weil SEO ist natürlich sehr komplex und wenn sich das in viele Bereiche einmischt, ist das eben auch so ein Punkt einfach, wo es genügend Bereiche gibt, die wollen das eigentlich gar nicht. Da stört es. Ja, genau. Und dann entsteht oft genug eben diese Situation, wir gegen die, ne? Also mehr so ein Gegeneinander anstatt ein Miteinander. Das soll es ja gar nicht sein. Und genau da kommen wir dann eigentlich so an den nächsten Punkt, dass wir einfach sagen, dieses Thema Menschen. Man muss eben Menschen einfach mitnehmen. Und was ich immer wieder versucht habe, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, und auch ich habe natürlich Fehler gemacht, gar keine Frage. Das, was wir an der Stelle halt häufig oder was ich immer wieder gesehen habe, ist, manchmal gibt es einfach Leute, die wollen deinen Weg nicht mitgehen, weil du vorne weggehst. Ja, und dann ist so dieser Punkt, wo ich sage, naja, dann gucke ich einfach vielleicht mal, mit wem ich gut kann oder wer mein Thema mit mir zusammen nach draußen tragen kann. Und es kann dann vielleicht auch irgendwie ein anderer Techniker sein oder das kann jemand aus der Redaktion, aus dem Marketing sein, völlig egal, der einfach zu einem Zeitpunkt mal vorangeht, wenn ich nicht derjenige sein soll. Und dabei ist es auch völlig egal, ob das, also an welcher Position der erstmal verortet ist. Wenn der Menschen mitnehmen kann, wenn der für die Leute, die ich gerade versuchen will zu begeistern, wenn derjenige ist, der da vorweggehen kann und jemand ist, der die eben begeistert und wo die bereit sind, eben einen Prozess mitzutragen, dann ist das so, dass ich das eben einfach machen sollte. Das ist eine verdammt clevere Idee eigentlich. Also wir haben das im Redaktionellen zum Beispiel gesehen, wo wir einzelne Redakteure, die dem Thema offen standen, einfach unterstützt haben. Und dann war es eben so, dass nicht ich das diesen Erfolg gefeiert habe, sondern eben irgendjemand anders. Und ich glaube, dieses gemeinsam voranschreiten, das muss auch nicht immer der gleiche sein, der da mitgeht, sondern das kann eben auch auf Abteilungsebene zum Beispiel sein. Oder projektbezogen. Das ist an der Stelle eben nicht wichtig. Ja, da werden dann diese Hindernisse abgebaut, von wegen, du bist nicht der Redakteur, du hast es nicht studiert. Ja. Alles klar. Genau. Finde ich Das gut. ist ja mit dem Redakteur, das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja auch genügend andere Bereiche, wo, was weiß ich, vielleicht du hast ein anderes Projekt mal gehabt, wo es sagen wir, vielleicht nicht so erfolgreich war, wie du das gedacht hast, gibt es ja, das muss man ganz klar sagen, oder wo vielleicht auch ein Fehler passiert ist, oder wo vielleicht auch einfach menschlich manchmal es einfach nicht passt, das ist ja auch nicht schlimm. Aber sich dann jemand anders zu suchen, der mit einem zusammen das Ganze dann nach vorne treibt, ich glaube, das ist ein Punkt, der ist ziemlich wichtig. Und deswegen gibt es da so 4 Ebenen an der Stelle. Also dieses Thema
Akzeptanz, also zu sehen, okay, Veränderung ist erforderlich, ist ein sehr wichtiger Punkt am Anfang. Dann dieses Thema Bekenntnis, also ich bin Teil des Teams, einfach auch zu sagen, ich will das Ganze. Ja. Dann das Thema Weg, also Einigkeit über den Weg. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, über die man ganz klar reden muss. Es gibt, also gerade im SEO-Bereich, so dieses kaufe ich links, miete ich links, verdiene ich mir links, mache ich Presseinfos, die ich rausschicke, die mir links aufbauen, oder mache ich ein Content-Seeding, oder also es gibt halt für den Weg zu diesem gemeinsamen Ziel auch sehr, sehr viele unterschiedliche Strategien. Und wenn die nicht allen im Team klar sind, dann reden wir zwar über einen Weg, aber nicht über den gleichen. Und das ist entscheidend. Und erst wenn das alles gegeben ist, muss ich oder kann ich eigentlich sagen, sind die Maßnahmen, die ich darauf aktiv und gemeinsam umsetze, so dass sie auch wirklich zu einem sinnvollen Ziel führen. Wenn alle an einem Strang ziehen können. Richtig, genau. Also wichtig ist an der Stelle halt vor allem auch erstmal zu verstehen, auf welcher Seite die richtige Seite von dem Strang ist. Ja. Mhm. Also das ist ja auch oft halt so dieses, ne? Also im redaktionellen Bereich, wir haben aus Scherz immer gesagt, so von wegen, wenn wir mehr Seitenaufrufe haben wollen, dann machen wir eine Bilderstrecke über Nacktrodeln. Ja. Und wenn das Ganze so ist, dass wir mehr Besucher draufkriegen wollen, dann verlosen wir iPads. Mhm. Kannst du beides machen, ist aber für einen strategischen SEO-Ansatz beides Grütze. Also es bringt dir eigentlich nichts für SEO. Es bringt etwas, um kurzfristig irgendwelche Zahlen in die Höhe zu tragen, die du dann zum vermarkterischen Zwecken nach außen tragen kannst. Aber viel mehr hast du davon nicht. Und gemeinsames Ziel, wenn das Ziel verstanden wird in mehr PIs, mehr Visits, okay. Mhm. Kannst du machen, aber wirklich nachhaltig ist das beides nicht. Ne? Und deswegen muss man da eben deutlich nochmal differenzieren. Und ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle eben auch Menschen nicht einfach so wie Schachfiguren zu sehen. Also Menschen muss man ganz, ganz anders behandeln. Also ich habe das erlebt in einem Bereich, wo jemand im Prinzip über den Flurfunk schon wusste, dass er nächste Woche in einer anderen Abteilung sitzt, als er selber, als man mit ihm gesprochen hatte. Und das ist halt so ein Punkt, wo man ganz klar merkt, einmal Wertschätzung, ne? Also was ist Wertschätzung? Und es ist eben nicht nur das Gehalt. Man muss Mitarbeiter eben in Entscheidungsprozesse integrieren, denn diese innere Kündigung, die es immer wieder in Unternehmen zu sehen gibt, das ist eigentlich so ein Punkt, den muss man um jeden Preis eigentlich verhindern. Ja. Das ist was in so einem in Veränderungsprozessen immer wichtig ist, aber im SEO, wenn wir auch so in so vielen Bereichen eigentlich uns einmischen, ist das ein essentieller Teil eigentlich, den man da sieht an der Stelle. Also deswegen Mitarbeiter integrieren, Mitarbeiter mitnehmen ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Und wenn man sich da dann mal diesen, ich nenne es mal Störfaktor Mensch anschaut, warum Projekte scheitern, es ist eben unfähige Mitarbeiter. Ja, also es ist so, dieses Projekt sind keine Resterampe deswegen, weil es immer wieder so ist, ja, ich habe dann SEO-Projekt, ich brauche Unterstützung, und dann gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ja, von mir kann ein Mitarbeiter haben, und das sind meist Leute, die selber dort in der Abteilung nicht haben wollen. Ja, wenn ich dann also aus der Redaktion jemanden zugeordnet kriege, der so ist, dass er eigentlich weder Interesse an dem Ganzen hat, noch sich so wirklich wertgeschätzt fühlt, dann ist das Ganze so, dass es nicht wirklich uns ernsthaft nach vorne bringt. Und so ähnlich ist das in vielen Bereichen, ne? Unklare Ziele, unfähige Projektleiter, nachträgliches Ändern von Anforderungen. Also ich habe hier eine ganze Reihe von Sachen aufgeführt. Mhm. Und das, was wir ja im Prinzip häufig sehen, das sehen wir als letzten Punkt auch nochmal, dieses Konflikt zwischen IT und Fachabteilungen. Oft sind das eben so Silos, die wir innerhalb von einem SEO-Prozess auch einfach aufbrechen müssen. Also entweder aufbrechen oder sie zumindest miteinander verbinden. Ja. Und da ist eben einmal die Frage, wie kann man sowas machen? Wie kommen wir überhaupt dahin, dass wir solche Punkte erreichen können? Und da ist das Ganze so, dass ich sage, die größte Herausforderung an der Stelle besteht daran, tatsächlich, dass die Menschen um mich herum die Wahl haben, sich entscheiden zu können, dir zu folgen oder nicht. Und wenn sie dir folgen, ist das wunderbar, aber es gibt eben eine ganze Reihe von Punkten, wo ich immer wieder feststelle, die wollen gar nicht. Also das ist, da sieht man es sehr schön. Also wir haben auf der einen Seite den Teil, den man bei solchen SEO-Projekten oder bei anderen Projekten sehr schön sehen kann. Da geht es um Erfolg, da geht es um KPIs, da geht es um Kreativität, Spaß.
Und das sind alles Punkte, wo ich sage, deswegen bin ich bereit, vielleicht an sowas mitzumachen. Aber es gibt eben genauso Sachen wie Besitzdenken oder Macht oder eben, dass ich einfach in Ruhe gelassen werden will, dass ich in meiner Komfortzone sein will, dass ich auch vielleicht Angst habe, dass dieser Veränderungsprozess meine Zukunft gefährdet oder dass ich eventuell in dem, was da kommt, gar nicht mehr so gut bin, wie ich vorher war. Mhm. Und wenn man sich diese Sorgen und diese Hürden, die da entstehen, gerade im SEO nicht im Klaren ist, dann wird das mit dem Rest eigentlich auch nichts. Das muss man sich ganz klar anschauen. Und da muss ich mir eben auch, wenn ich in unterschiedliche Bereiche angehe, auch anschauen, was ist deren Bedürfnis? Also was ist deren intrinsische Motivation im Prinzip, um mitzumachen? Wie kriege ich die dazu, mich zu unterstützen? Das ist so ein Punkt, über den wir auf jeden Fall da reden müssen. Und deswegen so dieses, irgendjemanden so dahin zu ziehen, ob er will oder nicht, das ist eben häufig nicht der sinnvolle Weg. Auf der anderen Seite, die Leute, die dagegen steuern und sagen, ich will aber nicht, die muss man auch ernst nehmen. Also da muss man sich halt auch die Zeit nehmen, um zu schauen, warum wollen die denn nicht? Weil es eventuell eben etwas ist, was nicht nur mit SEO jetzt zu tun hat, sondern was eventuell auch mit dem ganzen Prozess dahinter zu tun hat. Mhm. Denn, also typisches Beispiel ist dieses im Zeitungsverlag, ich war ja bei Matzak, und im Zeitungsverlag ist es halt so, Print war immer das hatte die Bedeutung, damit wurde der Umsatz gemacht. Und wenn man sich Verlage heutzutage anguckt, es gibt genügend Zeitungen, wo das Printgeschäft heutzutage ein Zuschussgeschäft ist. Mhm. So. Und das Digitale, damit verdient man eventuell plötzlich das Geld. Dann sind die Leute, die halt sagen, nee, ich will aber bei Print bleiben, trotzdem hilfreich, weil sie uns eventuell auf Sachen aufmerksam machen, wo wir sonst einfach zu sehr gläubig an unsere eigene Strategie und an das, was wir selber als SEOs auch denken, eben einfach gefangen sind. Mhm. Und sehr schön finde ich an der Stelle eine Studie von IDG, die ist schon ein paar Jahre alt, aber da ging es darum, wer verantwortet die digitale Transformation. Das ist jetzt ein bisschen größerer Blick, also Metaebene, und interessant ist, oder ist der Text umgebrochen, der Geschäftsführung. Also wenn wir uns anschauen, der größte Teil ist eigentlich so, dass es in der Geschäftsführung verortet ist. Und das ist eigentlich genau das, was es sein sollte, nämlich digitale Transformation ist so ein wichtiges Thema, was in so viele Bereiche eingreift, dass es auf oberster Ebene verantwortet werden muss. Wenn du die Rückendeckung von der Geschäftsführung nicht hast, kannst du den Rest vergessen. Ja, das ist ein No-Brainer, oder? Ja. So, und wenn wir uns aber diese Zahlen mal genauer angucken, dann ist das Ganze aber so, ja, auch da, schade, Techniker, nicht sauber umgebrochen, egal. Wenn wir uns das aber da anschauen, dann ist es so, dass mehr als die Hälfte tatsächlich in Wirklichkeit Techniker sind, die das umsetzen. Also entweder die IT-Leiter oder der CTO an der Stelle. Also, und da ist so ein bisschen für mich die Frage, und das sehen wir halt auch in SEO-Prozessen immer wieder, ist es tatsächlich so, dass dass die Techniker diejenigen alleine sozusagen sein sollten, die sowas vorantreiben? Und das, glaube ich, ist schwierig. Genau. Weil gerade in Unternehmen ist es so, egal ob es ein Produkt ist oder was das Produkt ist, ob es eine Dienstleistung ist, die Techniker werden häufig in solchen Projekten für die Verantwortung herangezogen, weil eben an der Stelle so die Idee ist, naja, im Prinzip geht es ja nur darum, dass wir sozusagen aus den Papierversionen dann später irgendwann mal das Ganze in digitaler Form haben, zum Beispiel als PDF, wie wir es vorhin schon genannt hatten. Und das ist es nicht. Also wer auch zu diesem Thema Fragen hat, wir können das ja, denke ich mal, im Nachgang in einem Blogpost verarbeiten. Ja, unbedingt. Also wir postet ruhig die Fragen jetzt während des Webinars schon. Wir gucken mal, was wir gleich noch beantworten können. Was einfach nicht mehr reinpasst, das werden wir dann später in einem Blogpost nochmal veröffentlichen. Wahrscheinlich genau. So ungefähr in der Woche. Genau. Und also deswegen, also diese Frage, wer verantwortet das Ganze, ist wirklich essentiell. Und wenn man als Suchmaschinenoptimierer da unterwegs ist und diese Veränderungsprozesse anleitet, muss man eben ganz klar auch sagen, man braucht die Rückendeckung aus der Geschäftsführung sehr, sehr deutlich. Und ja, man sollte sich die IT zum Freund machen, aber das ist ein Punkt, da kommen wir später eigentlich nochmal drauf, genau. Und interessant ist, es gibt von der Bitkom eine etwas später erschienene Studie,
Und da muss man ganz klar sagen, da ist so diese Essenz eigentlich raus. Wir haben ein wesentlich besseres Gefühl, dass wir das Ganze schon irgendwie schaffen werden und dass die digitale Transformation keine Bedrohung ist. Gleichzeitig werden die Probleme aber größer. Also eigentlich ein totaler Widerspruch. Und das zeigt für mich, dass dieses Thema, wer verantwortet das und wie im Team kann ich so Veränderungsprozesse und gerade auch in der Suchmaschinenoptimierung mit reinbringen, ist ein unglaublich wichtiger Faktor, um so ein gesamtes Team eigentlich sauber zum Funktionieren zu bringen. Und deswegen habe ich so mal eine andere Sichtweise versucht, da mitzunehmen. Und ganz oft ist es so, dass das SEO einfach unter der Technik liegt. So, wenn ich das mache, dann kann ich an diesen ganzen technischen Faktoren was drehen. Aber wenn ich dann am dem Marketing versuche, irgendwas zu sagen, dann sagen die, ach du liebe Güte, da kommt wieder so ein Techie. Und der versteht ja von unserem Produkt nichts, der hat auch von Social Media keine Ahnung und was eine Marke ist, was ein Brand ist, weiß der auch nicht. Ne? Lass den mal wieder und weg. Naja, und dann sehen wir im Prinzip das andere, ja, nee, der SEO, der ist bei uns im Marketing angelegt. Ne? Und wenn dann aber ein SEO versucht, einem Techniker zu sagen, was Sache ist, dann also eine Definition vorgibt und die technische Basis ist nun mal nicht verhandelbar, dann ist das plötzlich so ein Marketing-Fuzzi. Ja? Also, ja, ich meine, du kennst die Sprache, das ist in Unternehmen genauso. Und es ist halt genau die Schwierigkeit, die wir haben. Und eigentlich ist es eine Querschnittsdisziplin, über die wir da an der Stelle reden, was genau dazwischen liegen müsste. Wenn man das aber so im Unternehmen aufbaut, dass man sagt, das ist eine eigene Abteilung. Und in meinem Verständnis ist SEO keine eigene Abteilung übrigens. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, wenn ich sage, ich bin Head of SEO. Aber das ist noch was anderes. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das Entscheidende ist eigentlich, dass man sagen müsste, SEO müsste eins weiter nach oben rutschen. Und SEO müsste eigentlich sich da oben dazwischen schummeln sozusagen und müsste so dahin. So. Und wenn ich das da so jemandem aber präsentiere, dann gibt es ganz viele, die sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall, SEO hat auf der Ebene nichts zu suchen. Ja, dann nennen wir das Ganze eben Chief Information Officer oder Chief Inbound Officer oder was auch immer. Dann sind die meisten Unternehmen wieder so, dass sie damit fein sind. Aber wenn man sich dieses Thema Inbound anschaut, na klar, es ist mehr als SEO. Die SEOs sind oft aber diejenigen, die so dadurch, dass es eben so ein Querschnittsthema ist, die Auffälligkeiten und die Hürden versuchen aufzuzeigen, die es zu überwinden geht. Ja. Und an der Stelle ist das Ganze so, dass man dann sagen muss, SEO ist eben keine Abteilung, sondern ist ein Prozess. Ja, ist halt so. SEO gehört in die technische Schiene genauso als Basis. Also ohne der vernünftigen Technik wird SEO nicht funktionieren. Ja. Auf der anderen Seite, ohne den richtigen Content kann SEO auch nicht abgehen. Richtig. Und also dieses Integrieren in bestehende Strukturen ist wirklich essentiell, denn wenn ich als SEO jetzt sage, ich mache meinen eigenen Jofix im Unternehmen zum Beispiel, erstmal alle Entscheider da reinzukriegen, dass die auch wollen, das ist super aufwendig. Wenn ich aber einfach in die bestehenden Meetings zum Beispiel reingehe, die es sowieso schon gibt und das nutze, dann komme ich viel schneller eigentlich zu den Punkten, wo ich hin möchte. Und auf der anderen Seite, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, wenn man eben nicht das Ganze als Abteilung sieht und die Leute alle sozusagen in einem eigenen Raum hat, sondern was spricht denn dagegen, wenn einer aus dem SEO-Team eben oder SEO eben in der Technik sitzt und einer im Marketing und von mir ist auch einer noch in irgendeinem ganz anderen Bereich oder zumindest zeitweise da ist, weil man nur, wenn man in so einem Team wirklich auch angenommen wird und nicht als etwas Außenstehendes wahrgenommen wird, so nach dem Motto, wir müssen jetzt zusammenhalten, Vorsicht, nächste Woche kommt der SEO. Ja, also wir haben das gemacht, zum Beispiel bei der Ostsee-Zeitung, wo ich einfach so regelmäßig hingefahren bin, dass die irgendwann akzeptiert haben, dass ich eben nicht irgendwie sozusagen der Spion aus Hannover war, sondern dass ich mit denen zusammen ein Ziel erreichen wollte. Mhm. Und wenn man an dem Prozess ist, und wenn man da drin ist, dass man wirklich akzeptiert wird, dann ist es so, dass man eben tatsächlich an der Stelle überhaupt erst über den nächsten Schritt nachdenken kann und dann eben erst in die Prozesse selber so reinkommt. Ja. Und bei den Prozessen ist es dann eben ganz klar, ich sag mal, das ist so ein bisschen so wie sitzen ums Lagerfeuer. Meist hast du da so eine Person, die so ein bisschen Redelsführer ist oder die so vorangeht und
Wichtig ist aber, dass du da keiner dabei ist, der im Prinzip da nur sitzt, weil jemand es angeordnet hat, sondern du musst dir auch darüber im Klaren sein, dass du all diese Menschen in einem Unternehmen und in einem Prozess, die du mitnehmen willst, dass du die auch brauchst. Mhm. Ja? Und dieses, wer hat was zu sagen und wer läuft wie mit, ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil also aus den Unternehmenszielen leiten sich ja die Fachabteilungsziele erstmal ab. Mhm. Daraus wiederum die IT-Ziele und die Fachabteilungsziele und die IT-Ziele zusammen sind so, dass sie ein Projektziel definieren. So würde ich das an der Stelle im Prinzip sehen. Und da ist es eben wichtig, dass wenn wir sowas machen wollen, dass wir dann eben sowohl die Fachabteilung als auch die IT sich einmal darauf committen, gemeinsam, was ist unser Projektziel und das auch wirklich gleich verstehen. Mhm. Also ein typisches Beispiel ist so dieses, wir brauchen eine Schnittstelle. Für eine Fachabteilung ist eine Schnittstelle was ganz anderes als für die IT. Ja. Fachabteilung braucht ein Formular eventuell, wo sie es eingeben kann. Und die IT sagt, ich habe eine API, also eine Programmierschnittstelle, wo das Ganze rein kann. Das bedeutet nicht, dass wir ein gemeinsames Projektziel haben. Wir haben zwar das gleiche Gefühl, dass wir ein Projektziel haben, aber es ist es nicht. Und deswegen ist es eben auch wichtig, an der Stelle wirklich also bei den SEOs sehe ich immer wieder, dass die so vermitteln. Die sehen mehrere Ebenen. Und ich glaube, dass das deswegen ein Punkt ist, der sehr wichtig ist. Deswegen eben, dass die SEOs sowohl in den Fachabteilungszielen dran arbeiten, als auch die IT-Ziele mit dem Blick haben. Und wenn man das Ganze macht, dann geht es darum, im Prinzip kleine Schritte zu gehen. Und jeden von diesen kleinen Schritten auch als einen gewissen Erfolg zu kommunizieren. Mhm. So, dass jeder im Unternehmen mitbekommt, es geht vorwärts. Es geht vorwärts und eben nicht, ich als SEO bin toll, weil ich habe die IT dazu gebracht, dass sie weniger Fehler machen, sondern der IT die Möglichkeit geben, als nur ein Beispiel jetzt, der IT die Möglichkeit zu geben, dass sie sagen, wir haben in diesem Projekt unsere Webseiten um x% schneller gemacht zum Beispiel oder wir haben mehr Seiten durch unsere Veränderung in Google jetzt mehr Seiten rein publizieren können. Oder weniger Fehler oder was auch immer. Wenn ich an der Stelle nach vorne gehe und sage hier, ich bin der tolle SEO, dann bringt das nichts. Wenn ich entweder lasse ich jemandem anders, dass er das kommuniziert, oder wir gehen gemeinsam nach draußen, das ist wesentlich effektiver, weil es natürlich dazu führt, dass jemand, also SEO wird oft als störend wahrgenommen. Und nach dem Motto, das sind die, die immer an allem rumnörgeln, die wollen immer irgendwelche Vorgaben uns machen. Und das darf nicht passieren. Und wenn ich kleine Schritte gehe und damit auch frühzeitig schon vielleicht erste Erfolge kommunizieren kann, dann ist das wesentlich effektiver an der Stelle. Und das Ganze ist natürlich auch so, dass man sagen muss, überlegt euch, was für Leuchtturmprojekte ihr habt und bringt da die Aufmerksamkeit durch drauf. Und im Notfall, wenn ihr das selber mit euren eigenen Mitteln so nicht könnt, dann holt euch doch jemanden hinzu. Denn im Zweifelsfall ist das Ganze, also wir haben hier so ein Beispiel, wo wir für eine Krankenkasse ein E-Book mit Seeding, also mit Linkaufbau über Seeding erfolgreich umgesetzt haben. Und da ist sowas, dieses Zurückgreifen auf Fachleute, die das machen. Das ist so diese Frage Make or Buy. Muss ich alles selber machen oder hole ich mir für bestimmte Sachen eben auch Projekte dazu? Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der ist auch da wieder sehr wichtig. Und nachher, wenn ich das als Erfolg zum Beispiel innerhalb des Unternehmens, aber auch nach außen kommuniziere, dann fragt da keiner mehr nach, wer es gemacht hat. Sondern wichtig ist, das Gesamte hat einen positiven Effekt und dann kriegst du plötzlich über solche Leuchtturmprojekte auch eher das Verständnis für die Budgets, du kriegst Verständnis für diese Prozesse, die dahinter stehen. Man sieht plötzlich, dass da was sich wirklich tut. Mhm. Und wenn man an der Stelle wirklich die Leute alle mitgenommen hat und wirklich auch so integriert hat in die Prozesse, also sowohl, also wenn man uns sich anschaut, wer sind sozusagen meine Zielgruppen, das sind einmal Zielgruppen, die ich intern habe, wo ich internes Verständnis haben muss, aber am Ende, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sind es meine Kunden oder meine Nutzer. Ja, und auch die muss ich mit integrieren. Und Kunden, die zum Beispiel Stammkunden sind und die sehr, sehr viel einfach an Umsatz vielleicht sogar machen oder Multiplikatoren mitzunehmen. Wenn ich denen sage sowas wie, guck mal, wir haben hier eine Beta-Version als Beispiel. Und du kriegst exklusiv darauf vorab schon mal einen Einblick und du kannst dort kriegst Leistung oder kriegst Einblicke, die du sonst als normaler Nutzer nicht bekommst, dann ist das eine Wertschätzung.
Und gleichzeitig kannst du unfassbar viel aus deren Feedback lernen, bevor das Ganze in die Masse so geht. Hm. Ja. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr charmanten Ansatz. Und da ist so ein Punkt, da habe ich bei eurem Tool dann eben frühzeitig auch mir überlegt, ob das oder wie ich das Ganze nutzen kann. Mhm. Und da ist das Ganze so, dass die Search Metrics Suite zum Beispiel dieses SEO-Value und das Potenzial an der Stelle ausgibt. Willst du kurz vielleicht dazu was sagen? Ja, klar. Also der SEO-Value gibt wieder, wie viel Geld man sparen kann mit SEO, wenn man für die Keywords, für die man aktuell rankt, denn die besser erreichen will. In grün sehen wir hier ganz klar, was wir bereits erreicht haben, also was bereits die besten Positionen hat und wie viel Geld wir jetzt aktuell bereits sparen. Und das Potenzial hier liegt noch bei 2,57 Millionen Euro, die man sparen könnte, wenn man jetzt die Bestpositionen für alle Rankings erreicht. Genau, und das Spannende ist, wenn man, also SEO muss halt wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich relevant sein. Das ist eben kein Selbstzweck. Und wenn man an der Stelle wirklich Zahlen und Fakten basiert und sehr transparent einfach auch kommuniziert, was erreicht wurde. Und wie will man denn Geschäftsführer denn irgendwie sagen, ja, SEO ist total relevant, weil da machen wir Linkaufbau. Das ist für den völlig abstrakt und völlig irrelevant. Das versteht der nicht. Oder wir haben in der Sichtbarkeit gewachsen. Ja, das ist auch schön, aber das ist für den zu abstrakt. Das kann der, das ist nicht greifbar. Und wenn wir an der Stelle jetzt einfach sowas haben, wo wir sehen, viele Firmen haben nun mal AdWords-Budget und stecken da auch sehr viel rein. Und SEO muss ja auch nicht unbedingt ein Ersatz dafür sein, alles gut, sondern man muss eben eine gewisse Wertigkeit dem Ganzen überhaupt erstmal zuweisen können. Und ich glaube, dass das an der Stelle ein Faktor ist, der sehr, sehr wichtig ist, weil ich halt selber auch aus meinem Alltag gemerkt habe, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man mit Führungskräften gesprochen hat und die einfach nicht sich darunter vorstellen konnte, was bringt dieses SEO. Ja, manche natürlich auch, weil sie sich nicht so genügend Zeit nehmen wollten oder einfach auch mit diesem, ihnen das zu technisch war, so eine Grundabwehrhaltung merkt man bei manchen Menschen auch. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, denen auch einfach einen Wert dahinter zu geben. Und ich weiß, dass dieser Wert immer wieder heiß diskutiert wird und es Leute gibt, die sagen, ach, total unseriös, ja. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite, dass wir Kunden hatten, die gesagt haben, nee, also ich mache das alles mit AdWords. Wie viel AdWords muss ich denn in die Hand nehmen, um mit meinem Thema in meiner Region 100% Abdeckung zu kriegen? Ja. Und wenn ich jetzt sage, dann nachher, ja, du musst 40.000 Euro pro Monat in die Hand nehmen und ich bin irgendwie ein Kfz-Betrieb oder sowas, dann weiß ich, dass sich das im Zweifelsfall, wenn ich keine Neuwagen verkaufe, nicht lohnen wird. Ja. Also von daher sehr, sehr wichtig. Und dann kommt man im Prinzip auch zu dem nächsten Schritt, der da eine Rolle spielt. Das ist nämlich dieses Thema Fokus. Also sich wirklich immer wieder fragen, ob das, was irgendjemand in dieses Thema SEO und SEO Change Management da versucht, hier gerade mit reinzuschieben, ob das wirklich damit reingehört. SEOs sind dadurch, dass die häufig so querschnittsmäßig unterwegs sind, zum Beispiel auch immer wieder, also Usability ist so ein schönes Thema. Usability, also Nutzerfreundlichkeit. Es gibt deutliche Signale dafür, dass das Nutzerverhalten und demnach auch die Nutzerfreundlichkeit einen Einfluss auf das Ranking hat. Ja. So, kann man ganz klar sagen. Und deswegen ist es so, dass wir SEOs zum Beispiel auch beim Thema UX dann eben mit reinreden. So, aber eigentlich ist es nicht unser Kernthema und bei manchen Sachen geht es auch nicht darum, alles selber machen zu müssen, sondern eben die Impulse in einen bestimmten Bereich zu geben und zu sagen, pass auf Leute, an der Stelle müssen wir arbeiten. Es ist nicht mein Job als SEO, die Usability zu verbessern, aber es ist mein Job, darauf hinzuweisen und zu sagen, da müssen wir dran. Ja, wenn ich entsprechende Messdaten habe, wo ich sehe, dass es ein Problem ist, dann muss man da an der Stelle ran. Und dann kommt man im Prinzip auch an den nächsten Punkt, dass man sagen muss, schauen wir uns die Tools an. Und, ich erlebe es vor allem immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich habe gehört, das Tool ist super, deswegen kaufe ich mir das. Und dann werden alle Prozesse und alles, was drumherum dazugehört, sozusagen um dieses Tool gebaut. Und da bin ich kein großer Freund von, sondern da muss ich ganz klar sagen, ich sollte erstmal definieren, was brauche ich. Und dann kann ich sagen, welche Tools sollte ich nutzen. Und da ist so für mich so dieses das Verhältnis von
je nachdem, was für eine Art von Projekt ich habe, gibt es unterschiedlich große oder kleine Tools. Beispiel hier dieses, ne, also wenn ich es hell haben will, je nachdem, was ich unter hell verstehe, kann Streichholzfeuer reichen, aber eventuell muss es eben auch der Leuchtturm sein. Mhm. Und man sollte an der Stelle halt sich auch ganz klar überlegen, wie kann ich den Erfolg messen, wie kann ich den transparent machen, wie kann ich im Prinzip meine Prozesse, die ich dahinter gestalte, so auch optimieren, dass ich auf Basis von Tool-Daten dann eben auch Informationen daraus ziehen kann. Mhm. Und es ist oft auch so diese Frage, brauche ich Dashboards? Und Dashboards, hier habe ich jetzt mal ein ganz neutrales Beispiel genommen, da ist das Ganze so, dass eben Dashboards müssen Informationen verdichten und schnelle Antworten geben. Mhm. So, und das betrifft jetzt nicht nur das Thema SEO, sondern ist allgemein so. Und ich finde es an der Stelle sehr wichtig, dass man sich eben auch darüber Gedanken macht, dass man eine einheitliche Art der Datenverarbeitung und Erfassung halt hat. Mhm. Und dass, wenn wir über Erfolge reden, wir auch immer aus den gleichen Tools diese Daten ziehen. Ja. Also bestes Beispiel ist so dieses, in Google Analytics habe ich aber ganz andere Werte als in der Google Search Konsole. Mhm. Und in meinem was auch immer Tool steht wieder was anderes. Und ja, und dann muss man am Ende eben sagen, okay, wenn wir eine echte Erfolgsmessung machen wollen, dann brauchen, muss man sich fokussieren. Da muss man sich fokussieren und wir brauchen ein Tool, was genau im Prinzip das abbildet, was ich optimieren will. Mhm. So. Und das ist an der Stelle, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und deswegen sind Dashboards nicht ausreichend. Wir brauchen den Drilldown in die Daten. Mhm. Das ist ein Punkt, der, finde ich, bei euch sehr, sehr schön funktioniert, dass man eben, bevor man eine Entscheidung trifft, sich wirklich anschauen kann, nicht nur ist das Ganze eben eine Kurve, die nach oben oder nach unten geht. Also das ist dieses typische qualitative und quantitative Analyse. Wenn eine Kurve nach oben zeigt, ist das erstmal sehr schön, wenn zum Beispiel Keywords sind, dass ich sehe, okay, ich werde für mehr Sachen gefunden, alles toll. Wenn ich dann aber nachher feststelle, es sind nicht die Keywords, mit denen ich mein Geld verdiene, dann ist dieser Anstieg nach oben unter Umständen eben nicht so wertig, wie ich mir das Ganze gewünscht habe. Genau, und oh, da müssen wir die Folie, glaube ich, nochmal nachliefern. Da fehlt der Text an der Stelle in diesen Boxen. Das tut mir leid, aber das müssen wir dann in einem Blogpost einfach nachliefern. Genau. Da geht es eben darum, dass diese vier Säulen so sind, dass man eben sehen kann, woraus diese einzelnen Elemente bestehen. Dieses Change Management, aber das sind im Prinzip die Punkte, die wir eben auch schon genannt haben. Und eben gerade bei diesem Thema, wo mischt sich SEO alles ein und warum ist das Ganze so, dass ich manchmal nicht so unbedingt dem glauben muss, was ich vielleicht von Google so als Information kriege. Da haben wir uns mit einem White Paper zu beschäftigt, wo es um User Signals, also Nutzersignale geht und wo man einfach mal oder wo wir einfach uns angeschaut haben, inwieweit ist das Ganze so, dass die Nutzersignale einen Einfluss auf das Ranking haben oder eben nicht. Und wer sich das durchgelesen hat, wird, glaube ich, auf der einen Seite verstehen oder nachvollziehen können, warum sich die Suchmaschinenoptimierer manchmal eben auch in Bereiche einmischen, wo andere sagen, da haben die gar nichts drin zu suchen. Und auf der anderen Seite eben, dass man sehr, sehr gut differenzieren sollte. Ich meine, das sagt er ja auch immer mal wieder, von wegen das, was Google empfiehlt, ist nicht immer das, was für das Unternehmen auch das Richtige sein muss. Ja. Genau. Wer da Interesse hat, genau, der kann mir eine E-Mail schreiben. E-Mail-Adresse steht da. Oder ansonsten werden wir im Nachgang, denke ich, auch nochmal in dem Blog das Ganze erwähnen. Habt ihr eine Landingpage, dann können wir sie direkt verlinken. Ja, haben wir auch, werden wir dann als Link einfach nachreichen, genau. Das waren so meine 45 Minuten zu dem Thema, genau. Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Hat sich vieles gedeckt mit dem, was ich so kenne. Schauen wir mal, ob wir Fragestellungen haben. Ja, da haben wir. Wie kann man über Seeding Backlinks generieren? Da haben wir übrigens auch ein eigenes White Paper zu. Wenn ich mich nicht irre, haben wir das sogar damals zusammen mit euch, mit Searchmetrics gemacht. Also im Prinzip ist das Ganze so, dass man erstmal ein sogenanntes Seeding Piece braucht. Wir haben vorhin gesehen, dieses Beispiel bei der Krankenkasse mit diesem E-Book. Man braucht also etwas, was so hochwertig ist und was so ist, dass es dass Menschen darauf freiwillig verlinken, dass es im Prinzip Multiplikatoren als so hochwertig ansehen,
dass sie diese Informationen weiterverbreiten. Also keine Hürden, keine unnötigen aufbauen, sondern es so einfach wie möglich machen, an diese Informationen oder an diese Seeding Piece ranzukommen. Das ist, glaube ich, der essentielle Teil dabei. Und im zweiten Schritt, wenn man diese Seeding-Phase dann angeht, natürlich sich genau anschaut, für wen ist das relevant? Ist der Inhalt auch so aufbereitet, dass er tatsächlich verbreitet werden kann oder überhaupt freiwillig verbreitet wird? Also wir haben mal etwas gemacht, da ging es um Intimhygiene und wir hatten versucht, dass die Bravo an der Stelle, das waren zu Zeiten, da war ich noch nicht bei Saxido, aber es ist das gleiche Thema im Prinzip. Und wir wollten unbedingt, dass die Bravo diese Infografik verbreitet. Mhm. Und die Bravo hat gesagt, das ist eine tolle Infografik, alles, was draufsteht, stimmt, würden wir theoretisch auch machen, aber ihr sprecht an der Stelle eure Zielgruppe mit Sie an. Und für eine Bravo-Leserschaft muss es ein Du sein. Und deswegen ist das Ganze so, dass man sowohl, also das Seeding Piece muss zum Seeding Ziel passen. Und die Backlinks, die kommen im Prinzip erst dann, wenn alles sauber ineinander greift. Auch wenn bei der Ansprache von möglichen Multiplikatoren eben die Tonalität stimmt, der Zeitpunkt der richtige ist. Also da gibt's sehr, sehr viele Punkte, die man an der Stelle berücksichtigen muss. Und dadurch entsteht dann im Prinzip häufig die Backlinks über Seeding. Das heißt, die Backlinks sind dann die Links von den Medien, die ihr gezielt anspricht, oder geht's weiter? Beides. Also im Prinzip ist es so, dass im ersten Schritt natürlich die Medien, das können sowohl Blogs sein, das können Zeitungen sein, das können Fachveröffentlichungen jeder Art sein, das können aber auch Multiplikatoren aus dem Bereich Social Media sein. Die sind ja so, deswegen Multiplikatoren, wenn die erstmal an die Stelle kommen, wo das Ganze so ist, dass sie das für dich verbreiten, dann setzen darauf häufig viele andere nochmal auf. Also das Ideale ist natürlich, so eine Art Viralität an der Stelle zu erreichen, wobei ich mit Viralität immer als Begriff sehr vorsichtig bin. Alles klar. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Haben wir noch eine Frage? Wir haben da noch Fragen, ja. Ah, prima. Ihr habt vorhin einen 7-Punkte-Check zur Content-Qualität oder ähnlich genannt eingeblendet. Habt ihr dazu weitere Informationen bezüglich KPIs? Ja, also bei KPIs, da bin ich immer sehr vorsichtig. Also oftmals geht es gar nicht um KPIs, sondern ich sage immer, es gibt KPIs, also Leistungskennzahlen, und es gibt Metriken. Ja. In Leistungskennzahlen, da gibt es ja eine sehr feste Definition dafür. Oft sind es keine Leistungskennzahlen, sondern oft sind es nur Metriken, die darüber, sagen wir mal, Auskunft geben, ob etwas erfolgreich ist oder nicht, ob ich etwas tun sollte oder nicht. Leistungskennzahl ist immer etwas, wo ich Handlungsoptionen habe und auch, wo ich eine Verantwortlichkeit definieren kann. Mhm. Bei diesem 7-Punkte-Check ist das Ganze so, dass wir das auch als Spielkarte haben. Es ist so, dass man, wenn man mich auf irgendwie Konferenzen trifft, also SEO Day kommt jetzt oder auf der OMX, SEOCom, Marketing Underground, wenn man mich da zum Beispiel trifft, kann man mich ansprechen, dann habe ich diese Karten normalerweise bei mir. Oder auch da gerne nochmal eine E-Mail schreiben. Wir haben zu diesem Thema auch was wir da nochmal rausgeben können. Also diese Checkliste geben wir sehr gerne weiter. Genau. Ich glaube, das ist sinnvoller, als dass ich die jetzt irgendwie versuche, hier vorzulesen. Ja. Alles klar. So, ja, dann vielen Dank an alle Zuschauer, Zuhörer, die da waren. Vielen Dank an dich, Nils, dass du da warst und uns über das Thema weiter informiert hast. Danke, dass ich eingeladen wurde. Genau, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Uns auch, danke. Wir werden das Video in den nächsten Tagen online stellen. Jeder, der sich hier angemeldet hat zum Webinar, bekommt auch den Link zugesendet. Innerhalb der nächsten Woche versuchen, nochmal einen Blogpost zu schreiben und das alles ein bisschen zusammenzufassen, was wir hier erzählt haben. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, gerne auch im Nachhinein noch zuschicken. Wir decken das dann im Post mit ab. Genau, vielen Dank. Dankeschön. Und tschüss. Tschüss.